Hallo Leute und damit recht herzlich willkommen zurück zu Pokéball Pokémon Arc. Ich bin hier mit Simsala unterwegs auf Pokémon Jagd, beziehungsweise ist Simsala Level 459, oben in der Ecke steht's, 459 genau, und ich würde Poké Credits gerne farmen und schauen, wie stark es ist. Na gut. Ja, doppelt so stark auf jeden Fall wie ein Glutexo. Mehr als doppelt so stark, schon fast dreimal. Und ich will es ein bisschen leveln. Komm schon. Ich brauche unbedingt mehr Schaden. Dieses Glutexo ist auch recht hoch im Level. Ich hätte mir ein... Oh, das ist doch gar nicht so hoch. Und 25? Ich brauche auf jeden Fall mehr Leben und viel mehr Melee-Damage. Und mehr Leben. Und mehr Melee-Damage. Denn beim nächsten Mal... Ach so, weil ich eine Waffe in der Hand habe. So. Mit was lege ich mich jetzt an? Und es kann hochspringen. Das ist super. Das ist nämlich super schnell. Eigentlich ein super Transport-Pokémon. Tyrantrums, was gebt ihr? Ich leg dich mit mir an. Komm. Oh nein, du machst so viel Schaden. Wahnsinn. Welches Level hast du? Oh nein, ein 256er. Aber ich bin doch viel höher als du im Level. Tyrantrums sind stärker als Simsalas. Mountet er mich ab oder stirbt es, wenn ich in ihm drinne bin? Hoffentlich stirbt es nicht und es mountet mich vorab. Okay. Und es kommt zurück zum Pokéball. Ach, es hat sich mit allem jetzt angelegt. Okay, Simsala war jetzt nicht mein Nummer 1 Pokémon anscheinend. Wie viel habe ich? 25. Okay. Simsala, es tut mir leid, Tyrantrums sind viel stärker, zumindest wenn sie treffen. Ich könnte mir aber ein Tyrantrum holen, das war doch schon gut angeschlagen. Ich habe 27 Narkotikpfeile und den Plot. Doch, das kriege ich hin. Tyrantrum, vielleicht lässt das andere da drüben mich in Ruhe, ja. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich es betäubt bekomme mit dem Narkotik-Plot. Er hat betäubt. Muss aufpassen. Es schlägt immer noch mein Simsala, was weg ist. Ach komm her, ist egal. Ich bin Pokémon-Trainer, du kannst mir gar nichts. Da war die Null, die gezählt hat. Komm schon. C, ja, wieder eine Null. Ich würde... Ich, Tyrantrum. Hey, was haust du denn jetzt? Ein Knuffenza? Du bist ja schnell abzulenken. Reicht das jetzt bald? Ich habe keine Ahnung. Es ist sehr hoch im Level und wenn ich es bekommen könnte, dann... Es macht sehr viel Schaden. Nein, das andere Tyrantrum ist auch gekommen. Wo ist es? Ich schlag euch beide. Versucht auch nicht wegzulaufen oder so. Nein, ich hab's Kaifei getroffen, oder? Nee. Die haben Kaifei getroffen. Ich hab mit Kaifei nichts zu tun. Aber Kaifei könnte sie, glaube ich, easy besiegen. Also werd betäubt. Werd betäubt. Komm schon. Ist ja noch ganz wenig Leben. Oh, das war knapp. Auch wenn du eine Level 100 bist, das wäre bestimmt gegangen. Lass Kaifei jetzt in Ruhe. Komm zu mir. Du willst mich. Komm schon. Ich stehe schon fast in dir drin. Vielleicht mit Pfeilen mal nachbearbeiten. Das war nicht schlecht. Das war auch nicht schlecht, aber es hat extrem viel Leben. Nein, es versucht wegzulaufen. Das ist super. Nein, ich habe dich getroffen. Das war ein schlechter Aim-Schuss. Auch ein schlechter Aimschuss. Da drüben ist ein Tauboger. Ich hasse Taubogers. Nein! Jetzt komm schon, noch ein Treffer. Jetzt komm schon, noch ein Treffer. Ja! Ist noch nicht betäubt, glaube ich. Oder? Es ist betäubt. Ich will nicht zu den Tauboger. Ich weiß nicht, welches Level Tauboger hat. Tauboger haut nur wieder ab, wenn ich's... Na gut, ich guck mal. Ich kann ja übers Wasser abhauen. Ich glaube, das ist nicht ganz so hoch.
glaube, das könnte klar gehen. 64, ja, das könnte klar gehen. Oh, ein 94er, das war ein guter. Das war auch ein guter Hit. Oh, auch wieder ein super Hit. Komm hierher. Dreh dich noch einmal zu mir und dann... Komm, du müsstest doch bei Toport sein. Ja, es fliegt weg. Nein, es fliegt weg. Ah, nee, das kriege ich nicht. Doch, es ist runtergekommen. Das heißt, ich muss es schnell fangen mit einem Pokéball. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Hier liegt es auch echt gut. Hier liegt es auch echt gut. Leben müsste es auch nicht mehr viel haben. Das müsste gut klappen. Komm schon, komm schon. Ja. Haha, und jetzt noch Tyrantrum. Hey, das hing doch da. Wo ist es hin? War es doch nicht betäubt? Doch, 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 doch. Nein, das ist es. Nein, wo ist es? Hey, das war nicht betäubt, okay. Das bist du gewesen? 240? Nee, es war doch höher. Das ist es auch nicht. Da ist es nicht. Ist es das 240er? Ja, es ist das 240er. Das hat nur schon wieder mehr Leben. Und warum bist du nicht mehr betäubt? Also... War es betäubt oder hat es sich da nur festgehangen gehabt? Ich wollte dich doch haben. Ich wollte dich doch fangen. Tyrantrum. Aber es ist doch auch weggelaufen und alles. Du bist doch weggelaufen vorhin. Ich hatte dich doch betäubt, oder nicht? Hey, jetzt hör auf damit. Oder bist du weggelaufen, weil du so wenig Leben nur noch hattest? Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber nur noch wenig Narkotik. Komm schon. Wieder eine Eins. Also es funktioniert schon ab und zu mit dem Stab. Auch wenn ihr bestimmt fast nichts seht. Ich sehe auch nichts außer einen Tyrantrum-Bauch. Tyrantrum-Bauch. Ja, es läuft weg. Das ist ein gutes Zeichen. Achso, oder war das ein, es läuft zu mir. Ich weiß es nicht. Ja, wieder eine Null. Jetzt scheint es wegzulaufen. Oder? Ja. Es scheint nicht nur wegzulaufen, es läuft weg. Getroffen. Das war das Falsche, glaube ich. Nein! Was für ein Ausweichkünstler bist du denn? Nein, Tyrantrum! Nicht ins Wasser! Wie kannst du so krass ausweichen? Wie schon wieder? Manu, du... Ich hab doch sonst Aim, aber es ist echt schnell. Es ist echt schnell. Nein, es verliert sein Topo doch über die Zeit. Was? Wie kannst du so... Ja, ja, lauf dagegen. Lauf dagegen. Bleib da hängen. Bleib da hängen. Lass mich draufschießen. Einmal. Getroffen. Zweimal getroffen. Und Blitzdingsen. Ja, das war ein voller Blitzdings. Nein, Tyrantrum. Wie kann man so wenig Glück haben wie ich? Hey. Ja, 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 ja. Nein, ich treff's nicht. Nicht einmal. Nein, was für... Dieser Elektroplot ist Abfall. Nein, wenn man rennt, kann man ihn nicht drücken. Also, wenn ich auf Shift bin, kann ich ihn nicht drücken. Jetzt bleib hier. Bleib. Da irgendwo dran hängen. Ja. Nein. Oh, ich muss erst neue Pfeile machen. Ich habe, glaube ich, welche rausgenommen. 33. Und ich muss was trinken. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Jetzt trink doch mal was. So. Und wo ist jetzt Tyrantrum? Ich hatte es fast betäubt. Da ist es. Bitte bleib. Werd fertig. Ja. Komm schon. Geht doch. Steh nicht im Weg, Lutexo. Da ist es. Das macht mich fertig, ne? Och Gott. Bleib einfach stehen, genau. Wieder nicht. Wie viel muss ich denn da vorziehen? Wie schnell bist du denn?
Das war voll davor gezielt. Ist untreffbar. Ich habe das Gefühl, der Pfeil, der fliegt gar nicht. Wo fliegt der denn? Ich sehe den nicht. Der ist nirgendwo eingeschlagen. Ist nichts passiert. Ich habe es genau gesehen. Gott. Echt? Nein, es täuscht die ganze Zeit an. Es läuft, es bleibt stehen. Es läuft, es bleibt stehen. Es läuft, es bleibt stehen. Das ist ja... Ja! I hate you. Ich hasse dich. Ja, nochmal getroffen. Jetzt bleib doch mal stehen, bitte. Es kann doch nicht wahr sein. Ich hab dich getroffen. Ich hatte den Zielmarker sogar. Den Hitmarker. Nein, jetzt geht auch noch das kaputt. Das kann doch nicht wahr sein. Du hast dein ganz schön Crossbow geschrottet. Dann renn wenigstens ins Wasser. Dann decke ich dich am Wasser mit dem Ding an. Oder hau dich irgendwo fest. Ja. Nein. Ich treff auch nicht. Es ist doch nicht wahr. Es ist wie Fangen spielen. Es ist nur das. Ich will auch mal gefangen werden. Du musst auch mal mich fangen. Hallo. Drehst du dich mal nicht so im Kreis? Also, du bist ein echt schlechter Fangspieler. Ich spiele nicht gern mit dir fangen. Leute, es kann doch nicht wahr sein. Jetzt stichst du nicht zu? Was für eine Verzögerung. Tyrantrum. Es sollte eine Minute dauern und nicht eine Stunde. Ja, es ist Bankanches. Oh, das letzte bisschen. Es ist unconscious. Ich versuch's gleich. Und? Zwei. Ah. Okay, hat noch nicht geklappt. Du musst in den Pokéball. Du machst mir keine Probleme mehr, mein Freund. So. Und? Komm schon. Komm schon. Ja. Du hast schwere Geburt auf jeden Fall. Das war nicht einfach. Da ist das drin. Na gut, gegen drei Tyrantrums kann sich nicht mal drei Tyrantrums wehren. Was habe ich da? Ah, Taubos. Tyrantrum. Jetzt gibt's richtig Beef. Nur, dass es angepfiffen bleibt, das Taubos. Oh nein. So, Tyrantrum, mach sie alle platt. Ja, es hat echt eins schon platt gemacht. Cool. Taubos ist auch mit am Stüssel. Okay, jetzt hat das noch ein Kaifel. Kaifel sind sehr stark, habe ich gehört. Ja. Was, Taubos? Wieso bist du gestorben? Oh, das passiert, wenn es zurückgeht in seinen Pokéball. Und Tyrantrum ist auch der Gewinner. Es hat gewonnen, alle Kämpfe. Oh nein, jetzt habe ich auch noch mit einem Potraut mich angelegt, aber auch das hat's gewonnen. Ich müsste jetzt echt viele Poké-Credits haben. Und das hat super viele Level. Okay, wenn ich es da drauf weiter level, kriegt's nur Schaden. Bisschen schneller laufen könnte es noch. Es hat so viele Level. Und Leben. Und Schaden. Ich bin ein super Tyrantrum. Es ist wirklich ein tolles Tyrantrum. 411. Zurück in den Pokéball. Wie viele Poké-Credits habe ich? Ich werde es gleich sehen. Wie viel kann ich davon machen? Eins und zwei. Zwei von den 5er-Stacks. Okay, das war echt nicht viel. 61. Und drei 75er habe ich. Warum kann ich die nicht... Ah, da. 375er. Wow, ich bin reich. Poké-Credit reich. Dann gehe ich zurück, repariere den Crossbow und kaufe uns ein paar Pokémon von den Poké-Credits. Denn wir haben lang genug Pokémon gesucht und gefarmt auf zwei verschiedenen Karten. Wir wissen ja ungefähr, was es gibt und was es nicht gibt. Und was es nicht gibt, können wir schon mal kaufen. Zum Beispiel ein Shigi gibt es nicht. Das können wir kaufen. Das wird uns auch keiner, glaube ich, übernehmen. Und wir müssen ja auch mal alle Pokémon testen, die es hier auf dem Server gibt. Denn vielleicht
kommt ja bald ein Format, wo man die Pokémon gegeneinander einsetzt. So wie auf Pokémon Pokéball Community Server, wo wir dann gegeneinander spielen werden. Und da muss ich auch wissen, wie gut die... Bin ich schon zu weit? Nee, ich bin ganz schön weit rausgelaufen. Muss ich wissen, wie gut die Pokémon sind, die man sich auch kaufen kann. Beziehungsweise, falls eins so OP ist, ob man es vielleicht nicht mal am Anfang erst aus dem Kämpfen herausnimmt, aus den Duellen. So, ich bin zu Hause. Dann... 291, das ist gut. Ein Enton könnte sich zu einem Entoron entwickeln. Ich habe noch nie einen Enton gesehen, nur Entorons. Das könnte man sich noch kaufen. Also ein Enton zu einem Entoron entwickeln wäre, glaube ich, sehr cool. Ein Mauzi zu einem Snobelikat weiterzuentwickeln wäre auch cool. Und ein Warlord. Kostet 300. Ja, wir kaufen uns einfach mal ein. Oh, ich habe nicht mehr genug für ein Shiggy, oder habe ich noch gar kein Shiggy gelernt? Ich glaube, ich habe noch gar nicht alle gelernt. Nee, ich habe nur das Wichtigste erstmal gelernt. Oh, jetzt habe ich gar nicht auswählen können, richtig. Na gut, beim nächsten Mal. Ach ja, und hier gibt es auch Aerodactyl, heißt hier, ist hier ein Bibor. Ah, hier, Pro-Eyes. Was ist denn hier? Oh, also ein Shiggy. In verschiedenen Formen. Das ist das richtige Bibor. Oder gibt es noch echt viel? Megaglurak? Megaglurak ist auch mega cool. Muss ich auch nochmal hoch zum Vulkan wahrscheinlich hier. Aber dafür brauchen wir ein Flug-Pokémon. Das haben wir. Wir haben einen Tauboga. Das ist recht schnell. Und Abra ist auch recht schnell. Ein Ente hätte ich auch gern. Oder ein Oho. Aber die kann ich ja alle fangen. Nebulak und so. Die will ich fangen und entwickeln. Ein Enton habe ich noch nie gesehen. Immer nur ein Entoron. Da habe ich lieber ein Enton mir gekauft und dann das Entoron entwickelt dazu. Man kann ja immer noch ein Entoron so fangen und vergleichen, welches besser war. So, Garchomp. Sieht aber aus wie ein Mega-Garchomp auf dem Bild schon. Gut, dann müsste ich hier alles haben. Ich habe noch ein paar Mods hinzugefügt. Aber das folgt erst später. Später. Superball kann ich immer noch nicht. Alles klar. Oh, hier müssten die Pokémon fertig sein. Und können wir uns jetzt noch ein Shiggy kaufen? Nein, nicht mal für ein Shiggy reicht's. Ich habe nur noch 11 Credits. Dann. Hallo dem Team, Anton. Anton. Hallo. Anton, komm mal her. Ich bin zu schwer. Ich brauche aber eh einen Pokéball für dich. Dann das da rein. Das da raus. Das da rein. Das können wir mal droppen. Und das da rein. Jetzt müsste es da stimmen. Achso, kriege ich da alles nicht mal rein. So kriege ich es rein. Komme ich jetzt mit dir weg? Gleich? Nein? Oh, du kannst schon wieder nichts tragen, Anton. Dann folg mir. Ich noch einen Pokéball. Ne, da ist Tyrantrum drin. Ja, hier habe ich noch 4 normale Pokebälle. Dann erstmal ein Pokéball auf Anton anwerfen, damit ihm nichts passieren kann. Immer wichtig, wenn ihr euch eins kauft, Pokéball draufwerfen. Sonst stirbt es wirklich. Gucken, was Shiggy kann. Shiggy, Shiggy. Shiggy kann bestimmt am Anfang auch nichts tragen. Da sind sie alle gleich. Ach, ich habe ja gar kein Shiggy. Dann habe ich ein Mauzi. Mauzi? Ah, da. Du hast dich im hohen Gras versteckt. Oh, cool. Miauz. Genau. Kannst du... Oh, du kannst 2 Attacken. Kannst einmal mit Linksklick und einmal mit Rechtsklick attacken. Und C auch? Nee. Aber cool. Mauzi ist echt nice. Und ist recht schnell. Ich frage mich, ob Snobelikat auch so schnell ist. Ja, kriegt auch gut dazu. Hm, geht. Oh, er nimmt immer einen Pokéball dann, glaube ich, in die Hand. Ich weiß nicht, ob ich Knuffenser mit einem Mauzi mal verfolgen kann und besiegen.
Ah, beide Attacken. Ich habe beide verschiedenen gemacht. Einmal rechts, einmal links. Machen beide 32. Okay. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Dann Mauzim auch einen Pokéball drauf anwerfen. Sonst ist dir nichts passieren kann. Level 14, Mauzim. Warlord kann ich hier nicht rauslassen, aber auf den muss ich sofort einen Pokéball anwerfen. Nicht, dass er stirbt. Und wenn er halt dann Schaden kriegt, dann kommt er im Pokéball zurück. Deswegen muss ich im Wasser stehen. Ja, ich muss halt stehen, wenn ich es konsumiere. So, und Pokéball. Los. Gemacht. Huh. Wir haben's. Ihm ist nichts passiert. Ich habe keine Ahnung, welches Level es hat. Aber wir können uns ja mal angucken, Warlord. Wen haben wir denn jetzt alles dabei? Das sind die normalen Pokébälle. Das Warlord. Ach, Simsala und Taubos. Dann, Warlord, ich wähle... Oh, aber du hast ja einen Pokéball. Ich wähle dich, Warlord. So, man Wasser schwimmt. Wie cool!